Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Battlerealms im Part 6 mittlerweile und wir sind in Schlangenholm angekommen, das hatte ich ja schon im letzten Part gesagt. Wir sind in Schlangenholm und müssen jetzt versuchen, den Lotus und den Wolfsclan gleichzeitig zu besiegen. Und deswegen lasst uns keine Zeit verlieren und mit unserer kleinen Truppe hier mal zum Reisfeld marschieren. Kleine Neuerung, die uns jetzt gameplay-technisch bereitsteht. Kenji hat neben seinem Schwert jetzt sowieso ein anderes Aussehen und eine Fernkampfwaffe, eine Pistole. Und wir haben ab sofort die Möglichkeit, Musketiere auszubilden. Besser gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, endlich unser drittes Ausbildungsgebäude zu bauen und somit eine gesamte starke, schlagkräftige Armee zu formen. Soweit ich weiß, wird uns hier der Wolfsclan bereit stehen sozusagen, oder beziehungsweise da wartet er auf uns. Und hier oben ist der Lotus-Clan bei diesem Punkt und bei diesem hier. Und ja, wir müssen halt irgendwie dahin, beziehungsweise wir müssen erstmal beide Clans töten. So, wir bauen zunächst mal eine Alchemistenhütte hier hin. Die ganze Mission ist ein bisschen anstrengend, weil eben das Problem besteht, dass wir zeitgleich gegen zwei Clans kämpfen müssen. Die beide auch nicht gerade sonderlich zimperlich mit uns umgehen werden, weil, naja, Lotus und Wolf sind schon ziemlich starke Clans und mit der Schlange, die haut nicht ganz so rein. Also die Schlange ist meiner Meinung nach ein bisschen im Nachteil verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Drachenclan. Also für die Leute, die dieses Spiel ja schon kennen, würde ich eher sagen, der Drachenclan ist auf jeden Fall stärker als die Schlange. Die Schlange ist so eine Fraktion, mit der man gut schnell spielen kann, theoretisch. Und mit der man auch schnell eine Armee aufbaut. Aber die ist dann nicht so schlagkräftig wie eine professionelle Armee der Drachen sozusagen. Und Lotus und Wolf sind dann nochmal eine gesamt andere Hausnummer. Die hauen dann nochmal mehr rein. Ja, aber ansonsten, was bleibt zu sagen? Wir können jetzt zum Beispiel den Armbrustschützen hier zum Kanonier ausbilden. Die sind dann besonders gut, wenn man beispielsweise Gebäude angreifen will oder so etwas. Und von daher ist ja schon mal gut. Gefährlich wird es hier für unsere Bauern, weil hier ist ein Übergang über den Fluss. Und hier oben ist auch noch einer. Hier durch das Wasser durch. Oder wo war der? Wo war der? Der war doch hier irgendwie. Der muss doch hier gewesen sein, der Durchgang. Hier kann man auf jeden Fall durch. Dann kommt man hier oben rüber. Huch, verdammt. Und hier unten halt. Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wo die Clans uns angreifen können. Und das ist eben das kleine Problem hier. Wir müssen halt irgendwie versuchen, uns aufzusplitten und zeitgleich unsere Station hier halten. Und währenddessen auch noch angreifen. Das ist ein kleines, aber feines logistisches, ja, Herausforderungchen sozusagen. Und ja, ich habe auf jeden Fall Spaß oder Bock auf diese Mission, weil die ja schon ziemlich, komplex ist und auch ein bisschen länger dauern kann. Ich habe die auf jeden Fall mit dem Drachen recht einfach geschafft letztendlich, hat aber auch lange gedauert und mit der Schlange habe ich es auch geschafft. Habe ich nämlich irgendwie ein bisschen weiter gespielt, aber nicht so viel weiter als bis nach Schlangenholm, glaube ich. Also wirklich weit habe ich mit der Schlangenkampagne nicht gespielt. Den Drachen habe ich ja einmal komplett abgeschlossen. Und jetzt haben wir erstmal alle drei Ausbildungsgebäude. Das ist schon mal gut. Besser wäre es natürlich, wenn wir jetzt noch ein bisschen Reis hätten. So, wir machen hier mal die Ausbildung aus. Es ist natürlich ganz hilfreich, wenn wir ein paar mehr Bauernhütten haben als nur eine. Falls die jetzt fällt, ist es ziemlich problematisch für uns. Deswegen bauen wir da hinten noch eine hin. Bilden wir ein Kanonier aus. Wie gesagt, ist halt ein bisschen anstrengend, hier seine Stellung ein bisschen zu halten. Aber wir werden gleich mal einen Turm bauen. Und dann denke ich mal, dass das auch kein großes Problem sein wird. Wenn wir dann genügend, genau, wir haben jetzt genügend Reis. Deswegen bauen wir hier mal den Turm hin. Schon unterwegs, Meister. Der Herr wird dir mal helfen dabei. Während wir hier eine kleine Armee haben. So, bilden wir einen Räuber aus. Die Musketiere haben den guten Vorteil,
im Vergleich zu anderen Fernkampfeinheiten, die treffen immer. Also sobald der Gegner in Reichweite ist und beschossen wird, wird er auch getroffen. Deswegen kann man sich eigentlich ziemlich gut auf diese Einheiten verlassen. Die gefallen mir eigentlich auch relativ gut, die Musketiere, weil eben bei anderen Einheiten kann es sein, wenn der Gegner sich blöd bewegt, der Wind gerade komisch ist sozusagen, dann schießen die eventuell daneben. Und das eben bei den Musketieren nicht so. Deswegen stelle ich die auch gerne mal auf Türme rauf. Weil sie eben da doch dann schon einen kleinen Vorteil haben. Hier ist ein weiterer Bauer. Du Bauer. Wir können jetzt auf jeden Fall leicht über den Fluss luken sozusagen. Ich bin gespannt, welcher Clan uns als erstes angreifen wird. Ich wäre natürlich mit dem Wolf zufrieden, weil... Ah. Lotus ist immer böse. Egal, wen du da als eigenen Clan hast. Kleines Problem für uns ist natürlich auch, dass wir nur 30 Leute insgesamt ausbilden können. Natürlich ist das mehr als in den anderen Missionen bisher, aber es ist doch ein recht markanter Nachteil. Also mit einer 30-köpfigen Armee, die man ja noch nicht mal erschaffen kann, weil man eben nur, weil man eben noch ein paar Bauern bei der Wirtschaft haben muss, wird das schon ein bisschen schwieriger. Und ich warte auch erstmal, bis wir angegriffen werden, bevor ich dann mal mich umschaue, weil wenn ich jetzt mit der Armee loslatsche, dann laufe ich Gefahr, direkt irgendwie in den Feind zu rennen, und das wäre nicht richtig. Da kommt der heraus, na bitteschön. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Badehaus wäre auch wichtig jetzt als nächstes. Ah, wir lassen den nochmal mit Wasser holen. Zwei Leute beim Wasser ist eigentlich immer sinnvoller als nur einen. So. Das ist doch schon mal eine kleine Truppe. Ja, ja, ja. An die Leute, die hier zugucken und das Spiel eventuell auch schon häufiger mal gespielt haben, was ist eigentlich euer Lieblingsclan? Würde mich mal gerne interessieren. Vielleicht seid ihr so ein Drachenverfechter, ein Schlangenclan-Anhänger, ein Lotus-Jünger oder ein Wolfsbürger sozusagen. Ich persönlich mag mich da eigentlich gar nicht festlegen. Ich finde die Schlange ziemlich cool eigentlich. Ich finde eigentlich alle Clans ziemlich cool, weil sie alle schon so ihre Eigenheiten haben und dementsprechend... Oh, wir werden angegriffen vom Lotus. Aber nur eine Einheit. Schade, ich kann den nicht ausplündern. Aber wenn der... Wenn der Lotus-Jünger da gerade angeschlagen war... Dann bedeutet das ja für uns, oh. Wir werden da oben angegriffen. Nein, nicht ausbilden lassen. Wir müssen helfen. Los, einmal bitte die Stärke verringern. Und dann machen wir die Leute hier mal tot. Oh, Hilfe. Die Bauern dürfen nicht alleine da kämpfen. Und hier sieht man das Problem. Der trifft ihn nicht wirklich. Weil doch, er trifft ihn schon, aber nicht gut. Wir bauen helfen jetzt mal. Jetzt kommt da oben ein Pechwerfer. Top. Ja, aber der hält die ganz gut in Trab. Wenn die von da oben kommen und angeschlagen sind, dann haben die doch eben mit dem Lotus schon gekämpft. Das kann ich ja irgendwie nicht ganz verstehen. Ich bezweifle mal, dass Kenji in dieser Mission sterben darf. So. Der wurde jetzt besiegt. Gut. Gut, gut. Wir haben jetzt eine Fähigkeit. Schwertkämpfer richten größeren Schaden an. Das bringt mir jetzt nicht viel, weil ich nicht auf Schwertkämpfer setzen werde. Dann doch lieber ein Ronin oder halt ein Bandit.
So, Söderle. Söderle, so. In Ordnung. Ja. Ihr könnt mal mit hier runtergehen. Ihr bleibt hier oben als kleine Schutztruppe. Schon unterwegs, Meister. Während ihr damit hier hochgeht wieder. So, was haben wir hier? Zwei Banditen, ein Ronin. Musketier, Kanonier. Was haben wir hier? Ein Bandit. Hm. Nicht gerade fair aufgeteilt. Da sollten wir was tun. So. Falls sie nämlich hier längs latschen, können wir die vorher schon abfangen. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich schätze mal, ich hätte jetzt eigentlich angreifen sollen, theoretisch. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, um direkt einen Clan auszuschalten, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen vorsichtig bei sowas. Eher der defensive Spieler, was eigentlich immer ein Fehler ist. Aber kann ich ja keine Rücksicht drauf nehmen jetzt hier. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr auf der Map, dass da oben schon die Lotus-Leute wieder ankommen? Das ist ein Spagat aus Defensive und Angriff, den man hier letztendlich dann erledigen muss. Wenn dann die Leute nicht so richtig durchhalten, meine Leute, hier, dann ist das schon nicht so einfach. So. Jetzt sammeln wir ganz schnell die Truppen und marschieren weiter. Weil ich ja eben weiß, dass da oben Gefahr lauert. So. Ihr stellt euch hier mal zu. Das dürfte zwar nicht reichen, um da oben was anzurichten, wenn da tatsächlich eine Siedlung ist. Vielleicht ist hier auch gar... Oh doch, es ist eine hier. Und das wird locker nicht reichen mit meiner Armee hier. Wobei, sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Deswegen schnell mal Verstärkung hinterher. Er darf einmal Pause machen. Und ihr kümmert euch um den Turm. So, bitte einmal kämpfen hier. Kommt. Kommt, kommt. Meine Jünger. Wo ist Kenji eigentlich? Wo habe ich den hingeschickt? Der ist weg. Da ist er. Machen wir mal in Gruppe 1. Nicht, dass ich den irgendwie verliere hier unterwegs. Und er verreckt, wenn ich das gar nicht mitbekomme. Aber das hat letztes Mal bei Otomo und so auch nicht geklappt. So. Was das hier? Kanoniere können weiter schießen. Gerne. Nehme ich doch mit. So, ein Bauer kann auch nochmal ausgebildet werden. Und hier oben kommen Lotus-Leute. Sprich, das war noch nicht alles, was da als Siedlung steht. Ihr müsst hier unbedingt mal helfen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Das hat gerade ein bisschen gelaggt. Die Türme leiden. So. Aber es funktioniert gerade leicht schon mal. Das ist nicht schlecht.
finde ja diese Kampfmusik hier mega geil. Jeder Clan hat es ja so, oder hier ist es halt so geregelt, dass, naja, dass hier halt immer Musik läuft im Hintergrund und sobald es zum Kämpfen geht, wird der Track einfach in Kampfmusik wiedergegeben, sozusagen. Also es gibt insgesamt 4 Tracks, die ganze Zeit durchlaufen. Und, ja, das bedeutet also letztendlich gibt es 8, weil immer einer in der Version, der Kampfversion sozusagen ist und einer dann in der anderen Version. Hat er den Turm jetzt hier mittlerweile repariert? Noch nicht ganz gut. Eigentlich könnten wir auch mal einen Räuber ausbilden. Der kann ein Gebäude nämlich in Brand stecken und das kann als Kampfmaßnahme vielleicht auch ganz nett sein. So, wir haben ein kleines Stück vom Lotus bekämpfen können. Was schon mal gut ist. So, wo ist denn hier Gebäudeschaden der Kanoniere wird erhöht? So, du kommst mit hier oben hin. So, Lotus wird dann hier oben noch weiter verbreitet sein. Aber somit haben wir den erstmal eingedämmt. Wenn wir mit dieser Armee weiter marschieren und hier unten tatsächlich nichts passiert mit dem Wolf. Wie es ja momentan so aussieht. So, du rennst mit nach oben. Ein Wasserholer ist tot, scheinbar. Apropos, die Wasserholer könnte ich jetzt eigentlich auch mal in sichere Gefilde bringen. Hier oben eine Stallung bauen und dann kann ich einen Brunnen hier neben bauen und dann sammeln die da oben Wasser oder sammelt der eine da oben Wasser. Das reicht dann auch. Und ansonsten... So. Schade, ich dachte, ich hätte den Lotus jetzt so dahin gebracht, dass er immer mit so einzelnen kleinen Trüppchen hier zu mir kommt und mich immer wieder angreift, aber das tut er leider nicht. Und der Wolf scheint sich mit dem Lotus auch zu bekriegen. Das bedeutet, Oh, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Bitte lauf weg, Shinja. Der kann nicht weglaufen. Scheiße. Ja. So. Das hat uns gerade übelst wehgetan, weil wir gerade alle unsere Fernkämpfer verloren haben dadurch. Ja, das ist blöd. Damit habe ich jetzt auch ernsthaft nicht gerechnet, dass das jetzt hier passiert. Für die Schlange. Gut. Dann würde ich sagen, das Unterfangen Lotus-Nerven ist erstmal abgeblasen. Wir ziehen uns zurück. Sobald der Ronin sich erholt hat, können wir weglaufen. Jagd unsere Feinde. Los. Imsen hier hat die Stallung fertig. Das heißt, wir beginnen wieder bei 0. Naja, nicht ganz bei 0, aber bei fast 0. Wir haben aber immerhin, wie gesagt, wir haben immerhin da oben schon was kaputt gemacht. Kann man schon mal sagen. Gut gemacht. Räuberfackeln richten höheren Schaden an. So, der Wasserholer kann jetzt auch mal nach da oben laufen. Einer der Reissammler kann sich jetzt auch mal in ein Gebäude noch begeben und sich ausbilden lassen. So, und du holst jetzt die ganze Zeit Wasser. Das reicht dann auch. Ich könnte natürlich auch Geishas mitschicken, aber bei mir ist das Problem, ich verliere die dann plötzlich aus den Augen und dann verrecken die da plötzlich. Beziehungsweise dann verrecken sie da nicht plötzlich, sondern dann verrecken sie halt einfach. Weil ich sie eben aus den Augen verliere. Und da ist eine
Hä? Bauer vom Wolfsclan. Wenn der da Wasser holt, dann muss hier in der Nähe eine Bauernhütte sein. Da könnt ihr mal sehen, wie gut ich, kombinieren kann. So, was können wir denn noch machen? Wir haben jetzt Musketiere, ganz viele Musketiere. Ah, es ist, nervig, wenn man zurückgeworfen wird. An sich kann man mit so einem Räuber auch mal scouten. Die sind immer recht schnell unterwegs. Und wenn er dann einmal da durchläuft, durch das Gebiet des Lotus, dann können wir zumindest sehen, was uns erwartet. Theoretisch. Verbreiten wir Chaos. Ich bin bereit. Praktisch ist das auch nochmal eine andere Sache. So, mehr als diese Einheiten brauchen wir eigentlich nicht, um die Stadt hier zu verteidigen auf der Seite gegen den Wolf-Clan. Das bedeutet, der Einheitenstrang hier, der kann auf jeden Fall wieder in Richtung Lotus gehen, sobald wir genügend Leute haben. Ziel erfasst. Schnell und sicher. Was aber noch nicht der Fall ist, weil, naja, ja, mein Fürst. Ist jetzt nicht wirklich eine Armee, die da richtig reinhaut. Naja. Ist auf jeden Fall nicht ganz so, wie ich erhofft hatte. Aber wir haben die Kanoniere schon komplett aufgewertet. Da gibt es jetzt nichts mehr, was man dazu machen kann. Die sind auch schon ein bisschen aufgewertet. Musketiere auch. Räuber sind aufgewertet. Nur die Roni noch nicht, die können wir aber später im Zuge dessen hier. Musketiere und Ronin sind weniger anfällig für stumpfe Waffen und Stichwaffen. Das ist besonders gut gegen den, ja, gegen den Wolfsclan, weil er ja häufig sehr viele stumpfe Waffen dabei hat. Aber fürs Erste haben wir nicht genügend Yin-Punkte. Und wenn, dann würde ich auch gerne das hier erforschen. So, der Lotus-Clan war jetzt lange nicht da. Ne, warte, geht da rein, dann machen wir dann Kanonier draus. Und der Kanonier läuft hier rüber. Ist alles praktisch geregelt. Oh. Wie ist das denn jetzt passiert? Hallo? Die greifen unsere Bauern an. Der Turm kriegt es eigentlich nicht mit so richtig. Der Turm steht da blöd, glaube ich. Sollte man nochmal besser positionieren. Kenji! Was tust du? Warum stirbst du fast? Satte. Kenji verreckt fast. Der Turm ist echt blöd gesetzt. Scheinbar können die dann einfach da reinlaufen in meine Leute. Ist blöd. Ist ganz blöd. Können wir hier hinten noch eine Bauernhütte hinbauen? Ja, können wir. Dann ist das ein bisschen sicherer zum Arbeiten. So. Drei Banditen lassen wir hier. Unsere Arbeit ist noch nicht getan. Ja. Gehen wir. So, ihr könnt mit da hoch. Ihr alle, hier kommt Jungs und Mädels. Eigentlich nur Jungs, weil Mädels sind da nicht bei. Bauernhütte ist gleich fertig. Du sammelst bitte Reis. Ja, Fürst. Du sammelst hier oben bitte Reis. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Jetzt würde ich sagen, ich beende den Part und marschiere gleich mal ins Land des Lotus da oben hin. Mal gucken, was der so treibt. Vielleicht kommt er uns entgegen und haut uns kaputt, aber mal sehen. Also, bis gleich. Bis dahin, viel Spaß und ciao.